Geschenke liegen. Wunderbar. Und damit dann herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Division 2. So, genau, wir haben in der letzten Folge tatsächlich diese Baustelle mal eben erobert, das, was ich in der vorletzten Folge nicht gemacht habe. Und jetzt muss ich mal kurz meinen Charakter ein bisschen anpassen, weil da ist jetzt einiges dazugekommen. Hahaha, es ist nett, dass du mir Sachen gibst, aber die kann ich nicht nutzen. Alles Level 28, Level 30. Nein, ich kann nicht. Egal, ich behalte sie drin. Das ist kein Problem. Ich habe 60 Plätze in der Dings. Aber hier kann ich was nutzen. Neue Weste. So, ich habe ja vor 3 Folgen, glaube ich, Folge 29 müsste das gewesen sein, mein Charakter mal ein bisschen modifiziert. Habe die ganzen Verbesserungen reingepackt. Das war nämlich einiges. Die hatte ich nämlich gar nicht gemacht, seit Anfang an nicht. Also, okay. Die ganzen Fähigkeiten. Oh, ich muss mal. Warte mal, ich muss jetzt mal machen. Mal öffnen. Kann ich die nicht alle gleichzeitig öffnen? Ja, ich muss jetzt. Ganz scheiße öffnen. Was haben wir denn da? Einen mal Knieschützer, ja, mit 3.500. Dann haben wir noch eine Vektor, eine Hand. Oh, die könnte tatsächlich machbar sein. Oh, ich muss die ganze. Ah, das muss ich gleich wieder auch nicht aufräumen. Das dauert hier jetzt. Das dauert jetzt ein bisschen. So. Oh, Leute. Die ganzen, ja, ich muss die ganzen Feldbehälter öffnen. Ich hatte 10 Stück. Ja, die skalieren auch leider nicht mit. Das heißt, wenn du die mit 14 bekommst, dann sind da nur 14er Sachen drin. Level 14. Genau, deswegen werde ich jetzt gleich bei mir aufräumen. Wieder. Ich muss jetzt alles verbessern und aufbauen. Man wird doch zum kleinen Messi in dem Spiel. Ja, das ist tatsächlich so. Also ja. Du kannst wirklich so, du hast so viel Spielereien eigentlich in dem in diesem Spiel. Warte mal, so, jetzt brauche ich eine Maschinenpistole, die gut ist. Sturmgewehr, habe ich gesagt, will ich nicht machen. Zack, damit. Warte mal, ach, kann ich nicht schrotten. Nee, geht nicht, ne? Scheiße. Warte mal, die ist. Das ist eine Maschinenpistole, die. Ah, die ist Level 30. Fuck, yo. Die ist Level 30. Die will ich mit da. Die will ich haben, die ist gut. Level 28 nehmen wir nicht mit. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Mit weniger Schaden. Mein Mann hat 1.200 Schaden. Oder 1.200 Schaden. Die andere hat 955. Aber SPM hat die deutlich mehr. Und auch eine Magazingröße von einem mehr. Wenn ich ehrlich bin, macht mir das auch nicht viel aus. der Schuss fehlt dann am Ende. Ja gut, der Schuss fehlt tatsächlich. Aber ich bin tatsächlich bei jedem Gegner am Nachladen. So, Schrotflinte kannst du... Hatte, egal wie gut die ist, die kann ich in die Tonne drücken, weil ich mag sie nicht. Ich hasse sowas. Oh, die ist nicht schlecht. Stimmt. Die ist gut. Dann nehmen wir die mit. Zack. Haben wir eine gute Waffe drin, die jetzt um einige stärker ist. 1.300 Schaden und 800 SPM und Magazingröße 32. So, weg mit der scheiß Schrotflinte. Nein, die mag Schaden ohne Ende machen, aber wie gesagt, ich bin da kein Fan von. Weil sie vor allen Dingen auf Nahkampf ist. Ja. Ja, ich laufe gerne mal irgendwo rein, das ist kein Problem, aber ich spiele. Das mit dem Überleben ist dann immer noch so eine Sache. Ja, ich spiele in keinem Shooter, wie auch immer, Schrotflinten. Oh, nichts Neues. Doch, obwohl, wenn du Six Seed spiele ich öfter, aber dann auch mal Schrotflinten, wenn ich weiß, dass die Gegner sowieso immer wieder reinrennen, dann kannst du sie nämlich aus der Nähe wegschießen. Stellt sich hinter die Tür und schießt sie dann weg. Aber normalerweise nicht, nein. So, dann haben wir das jetzt auch. Ich muss jetzt modden. Jetzt muss ich meine Waffe wieder modden. Oh, ich hasse sowas. Oh, so viel Spielereien einfach in diesem Spiel. Schwupps, eine Stunde weg. Ja, das ist einfach so, weil du einfach den kleinen Funken noch irgendwie versuchst zu verbessern. Genau. Den Ersthilfe-Waffen-Skin, den kann ich auch einbauen. Ich habe ja die ganz, ganz teure Version gekauft in diesem Spiel. Mache ich sehr oft, wenn ich weiß, dass ich spiele. Ich wollte mir eigentlich die zweiteuerste holen. Dachte mir, die 10 Euro machen sie auch nicht mehr aus. Wenn du 100 Euro von Spiel hinlegst, dann legst du auch 110 hin. Scheiß was drauf. Ja. Wenn ich weiß, dass ich die Spiele sowieso spiele und es hilft ja auch vieles. So. Da ist wieder mein PC hat sich gemeldet. Da habe ich ja wieder eine Nachricht irgendwo bekommen bei Facebook oder YouTube. Wie auch immer. Ich glaube, YouTube ist es ja. So. Ja. Genau. So eine kleine Handfeuerwaffe.
Ja gut, komm, wir gehen mal tatsächlich. Wir bauen tatsächlich mal eine Schrotflinte ein. Komm, wir bauen mal eine Schrotflinte als Drittwaffe ein. Vielleicht kann man sie mal irgendwie mal brauchen. So, Im allerschlimmsten Fall. Ja. Wenn er vor dir steht. Ja, richtig, genau, das ist es einfach. Wie gesagt, dann nehme ich die als Drittwaffe mit und dann ist es auch okay. Dann hast du zumindest eine dabei. Genau. Und die macht 12.000 Schaden. Die macht richtig, die hat richtig Bums, die Waffe, die ich jetzt mitgenommen habe. So, hab ich damit den scheiß Kletterhandschuh. Was will ich mit 400er Kletterhandschuh? Ich habe fast 2000. Ja, 2000. Aber es sind alles Level 10er. Ich muss jetzt den ganzen Müll loswerden hier, den ich noch hatte. Ja, ich habe noch so 10er Kisten gehabt und so. Geht sofort weiter, liebe Zuschauer. Nein. Einmal aufräumen. Richtig, manchmal muss das auch sein. Ja, ich könnte sowas auf Screen machen gerne mal, aber ich. Dann zeigt man euch auch mal, wie das so funktioniert. Ich wollte gerade sagen, schöne Tasche mit 12.700, aber das ist Stufe 30. So weit bin ich noch nicht. Bei weitem noch nicht. Sind das Level, ungefähr noch 8 Level oder so, aber egal, dann haben wir den Scheiß schon mal da. Dann kann man, sobald genau. Wir dann hoch gepusht sind, also wenn wir hochgezogen sind, oder hochgelevelt sind, können wir die nämlich dann tatsächlich anlegen. Ich habe das nämlich gerne auch gemacht. Das ist das Gute in diesem Spiel, wenn du Sachen zum Beispiel von einem Kumpel hast, der dann mit dabei ist und der sagt, ihr braucht die braucht das Zeug eh nicht, das ist eh schlechter als alles, was ich so habe, dann kann er die Sachen einfach auf den Boden legen und gibt jetzt so zumindest ein bisschen Loot. Genau. Das ist auch so, wenn man in der Vierergruppe halt losgeht, ne, und einer möchte nur Scharfschützensachen haben, kann man sich das schön hin und her tauschen. Ja, genau, das ist es. Viele haben halt die Verstärkung. Hätte ich jetzt wieder so eine Übertragung. Warte mal, ich guck mal gerade, ob wir noch einen Nebeneinsatz haben. Ich will ein bisschen Nebeneinsätze machen, gerade so ein bisschen. Gut, der Bankhauptquartier braucht man nicht. Einsatzgeber. Links von uns ist noch einer. Bei der Siedlung. Propagandasendung. Also, ja, gut, das ist wieder eine. Bei der Siedlung? Warte mal. Hm. Welche, sag mal gerade mal, Fanny, welche? Links von der, also direkt unter der Siedlung, im gleichen Stadtteil von uns quasi. Einsatzgeber? Genau. Okay, dann machen wir mal dahin, jo. Machen wir das doch. Dann machen wir den Teil noch in dieser Folge. Wie gesagt, ich bin ein bisschen kurz bei knapp, ich bin eigentlich quasi auf dem Sprung und wollte aber tatsächlich nochmal eine Folge aufnehmen, um mir ein bisschen den Stress auch rauszunehmen, wo ich sage, oh, Sonntag, jetzt muss ich schon wieder anfangen aufzunehmen, wenn ich gerade aus dem Kurzurlaub zurückkomme. Dann nehme ich immer noch ein, zwei Folgen auf und nehme mir dann so ein bisschen den Stress raus. Kann er quasi am Sonntag ein bisschen andere Dinge machen, weil Sonntagabend ist zum Beispiel auch wieder Livestream angesagt. Ich war ja in der Formel 1 Liga und wir starten quasi jetzt am Sonntag in die neue Saison. Oder sind die neue Saison gestartet? Oh. Okay. Ja. In eine Kurzsaison. Obwohl heute Abend. Ja, heute ist. Nee, die Folge ist Dienstag. Heute wäre kein Livestream. Gestern. Ich habe ja nur Freitag. Freitag, Samstag, Sonntag. Samstag. Oh, die Waffe ist gar nicht mal so schlecht wie Schrot. Hat zwar nur 2 Schuss. Ah, doch, Schrotspieler? Nee, ich. Ja, nicht. So, wo ist noch Einsatzgeber? Welche Richtung? Kannst du mir gerade mal sagen, wie hat sich die Waffen wechseln? Aua. Dreieck. Danke. So, jetzt. Oh, hier ist ein Auto. Oh. Aua! Ja, das ist wieder so. Ich glaube, es ist ein WLAN-Typ wieder unterwegs. Mit dem komischen WLAN-Zeichen da oben. Ja, ja. Irgendwo hängt er. Ich muss gerade auch gucken, der muss irgendwie hier sein. Warte mal. Soll die Drohne mal suchen gehen? Gehst du mal. Oh, hier! Der Koffer hier. Aua! Ich glaube, hier hinter sitzt er. Oder? Nee. Ist der denn unterwegs? Das Fahrzeug kam von hier. Ja, da oben. Hier da ist oben. Es. Rechts. Genau. Aua! So. Meine also Fresse, das ist das dritte geschickt. Ding, was ich jetzt abgekriegt habe gerade. Der hat es auf dich abgesehen. Ja, ich habe das blöde Gefühl, die mögen mich eh nicht. So, dann machen wir noch eben das Missionchen. Bleib da.
Ja, ich habe immer mal wieder, auch jetzt mit dem Phil zum Beispiel, jetzt, haben wir immer wieder mal wechselnde Leute bei uns dabei oder bei mir in der Aufnahme dabei. Jetzt wird's auch nicht langweilig. So, ich hoffe, dass ich demnächst noch zwei Leute dazu bekomme, eventuell unter der Woche jetzt, die bei mir in den auch irgendwann mal dabei waren. Der kommt hoffentlich nächste Woche. Hier müssen wir lang. Ist gut, ich habe Urlaub, das heißt, ein bisschen vorbereiten können. Zur Wette können wir sogar durchziehen, das Spiel. Also in der vielleicht nächste oder übernächsten Aufnahme zwischen. Ab Level 30 geht's jetzt richtig los. Ja, da kommen die ganzen. Ja, ja, kommen die Weltringe. Okay. Einsatz annehmen. Outcast, Arbeitgeber. Arbeitslager. Warte mal, was ist denn das? Ansonsten würde ich den machen. Hä? Ja, den. Ja, genau. Nehmen wir den. Der ist näher. Also, nächstes, als wäre hier der nur auch 200 Meter weg, das Outcast Arbeitslager, was wir gerade angenommen haben. Aber ich nehme gerade. Wir nehmen das Ding da oben. So, okay. Dann haben wir den ersten markiert. Dann machen wir nämlich danach weiter. Weil, wie gesagt, nochmal. Ich bin ein bisschen unserem Sprung jetzt gerade. Ich denke, die Kurzmission, die schaffen wir locker in so 10 Minuten, 15 Minuten. Jetzt nehmen wir einen Sitze. Weil jetzt Hauptmission anfangen möchte ich jetzt auch nicht mehr. Die dauern sind zu lange. Und ich hasse es. Ich will nur keinen Fan davon, die Hauptmission zu unterbrechen. Ja. Die muss man durchziehen. Ja, genau das ist es. Ich habe ein paar Mal gemacht tatsächlich, weil wir ein bisschen vorher was gemacht haben, sind dann in die Hauptmission rein und habe dann quasi in der Hauptmission den Cut gemacht, wenn man nach 35 Minuten dann immer mal die Folge auch beenden darf. Weil man vor allem nicht weiß, ich weiß vor allem nicht, wie viel passiert. Wie viel so noch kommt und alles um und dran, weil ich das Spiel quasi blind spiele. Ich weiß von dem Spiel, von der ist noch überhaupt gar nichts. Ja, viel wurde ja bis jetzt auch noch nicht erzählt. Also so viel wie in Teil 1, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, ich habe die Beta auch nur. Das kommt ja dann. Ich habe die Beta auch nur bis Weiße Haus erobern gespielt. Okay. Warte mal, was? Ah, hier ist ein Kontrollpunkt. Sehen wir. Machen wir mal so. Okay, dann machen wir. Du findest dich, wir machen die Mission. Dann machen wir das Teil hier. Dann machen wir die Mission später. In einer anderen Aufnahme. Schanzen wir uns hier ein bisschen. Ah, da oben war der. Oh. Aua! So. Auch hier ist oben, oben rechts ist doch der. Ja, ich glaube mal nach oben. Hier ist eine Treppe hier hinten. Aua! Oh. Den habe ich nicht bemerkt. So, ich kann mal stellen was auf hier. Zack. So. Ich muss mich jetzt ein bisschen orientieren gerade eben. Ja, da hinten ist noch einer. Ach, mal Treppe nehmen. Ah, hier ist. Zack. Genau. Mach mal das so. Da ist nämlich noch, die sind noch ein Gegner. Feindliche Anführer entdeckt. Hinter dir. Oh, oh, die sind weg. Die sind gedespawnt. Ja. Die waren kurz vorher weg gedespawnt. Das ist halt tatsächlich. Aua. Gesichert. So. Nochmal verteidigen und dann haben wir den. So. Hier ist ein seltenes Bild nachher auf jeden Fall. Was? Hier drüben bei mir ist ein seltenes Bild an der Wand. Okay. Guck ich gleich. So, da kommen sie da unten. Ja, jo. Du bist da oben, genau, okay. Ja, da war so ein Explosions-Heini. Naja. Stehen wir hier. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Blöd, dass wir hier. Was? Ah, der klettert hier hoch. Genau. Kommt da nicht so weit. Sag ja, ich wechsel dich. Ich starte bei jedem Feind einfach quasi einmal kurz nach. Dann habe ich das Problem auch nicht, dass ich mit denen. Genau. Hier ist was Gelbes. War mal. So. Und das war's. Da
das Ende der Welt eingenommen. Ja, eigentlich war ja hier das Ende. Eigentlich war ja das Ende der Welt und das Ende der Standwollen war ja eigentlich tatsächlich verhindern. So, hier wieder eine Kiste und ein Vorratsraum. Da liegen ganz viele Kisten. Ja, Lootraum, genau. Nein. Den kann man mitnehmen. Brauchen wir nicht. Weg damit. Ja. Nehmen wir mit. So, den. Nehmen wir mit. So. Ich hoffe, ich habe alles geöffnet. Ja. Ja. Sieht zumindest so aus. Hier, das ist voll, weil wir keine Munition mehr haben. Also, hier ist noch eine Kiste. Osten. Alter, was ein Wetter. So. So. Dann haben wir jetzt noch ungefähr 5 Minütchen. Ich weiß nicht, wie weit es noch irgendwie noch lohnt. Schaffen wir denn die Mission? Ist. Ich glaube, wenn wir fix sind, ja. Ja, ich habe ein bisschen, ich habe noch 10 Minuten Verzugzeit. Also sagen wir es mal so, ich brauche 1,5 Stunden. Ja, dann schaffen wir ihn auf jeden Fall. Dann machen wir das so. So, komm, dann machen wir die eine Mission, machen wir noch in der Folge, weil ich habe irgendwie gerade auch Bock drauf. Der Beekeeper, genau. Jeff. Dann sollten wir jetzt gerade, wenn wir hoffentlich freie Bahn. Was ein Wetter. Sollen wir hoffentlich jetzt freie Bahn bekommen. Wenn wir das nämlich nicht schaffen, machen wir die Mission in einer tatsächlich dann in der anderen Folge morgen. Also die morgen rauskommt quasi dann. Aber es sind nur 40 Meter. Jeff finden. Jeff, ich heiße Jeff. Ich muss mal diese Werbung denken, wenn ich den Namen höre. Stimmt. Wir haben tatsächlich auch öfters mal Leute dabei, die Mark heißen. Auch im Plan und alles drum und dran. Und dann sage ich dem auch immer, nenne ich auch immer Jeff. Ich sage, wieso kommst du auf Jeff? Da kennst du nicht die Werbung. Da musst du schon gehen, Mark. Jeff, ich heiße Jeff. So. Die Kiste hier. Genau. So, wir müssen. Ich vermute, dass wir hier weiter müssen. Hier mit links sind Gegner. Ich höre gerade Stimmen. Genau. Also, die Wand. Stimmen, die ihr auch hört. Also es hört sich, hat sich jetzt komisch angehört, wenn ich es gesagt habe, ich höre Stimmen. Lana hochkommen. Ja, da ist eine Leuchte, Heidi. Genau. Liebe Drohne, du darfst auch Gegner anvisieren. Ja, wie gefällt dir das? Unter dem gleichen Atemzug stirbt er. Dann waren das seine letzten Worte. Ja. So. Ich geb ja gleich null hier. Ist so. Aber ich find's gut, dass wir deutlich andere Wetterverhältnisse. Oh, da ist ein Sani, Vorsicht, der muss weg. Weg. Genau, und die Gegner sehen einen halt auch nicht, ne? Das ist halt das Schöne. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, genau. Was ich gerade sagen wollte, ist das Gute, dass im Gegensatz zum ersten Teil hier auch Wettereffekte sind. Also, dass das Wetter sich auch mal ändert. Beim ersten Teil war ja gar nichts beim Wetter. Gut, es war Weihnachten damals, es war ja nur dieser Schnee. Jeden Tag Weihnachten, ist doch auch schön. Ja, auf der Hauptfang meine ich, glaube ich, auch. Es ist okay, wenn es einmal im Jahr ist und dann halt wirklich 3 Tage. Es ist halt extrem stressig. Wobei, wenn ich ehrlich bin, Weihnachten mittlerweile auch nicht mehr das ist, was es mal war. Vieles ja, ohne ist Schnee und so. Ja. Nee, darum geht's nicht. Weihnachten ist tatsächlich eigentlich nur noch Kommerz. Ja, stimmt, leider. Den wahren Sinn dahinter. Ja. So. Also nach dem Motto, du musst unbedingt Weihnachtsgeschenke machen. Wir haben solche auch mittlerweile in der Familie auch so ausgemacht, um wieder zumindest in diesem Sinn zurückzukommen. Dass wir uns Weihnachten nicht mehr schenken. Nur noch Geburtstage quasi. Ja. Einfach, für mich ist das Wichtigste an Weihnachten mit der Familie zusammen zu sein und einfach mal den Rest einfach zu vergessen. Was haben wir denn? Genau. Zack. Plündern. Geh mal mit. Und gerade wenn die Familie so ein bisschen auseinander ist und so. Ja gut, verteilt ist.
Gut, meine Brüder, gut, mein einer Bruder wurde in Schleswig-Holstein unten, Schleswig-Holstein unten, Baden-Württemberg natürlich unten. Und, aber die anderen wohnen quasi nicht weit weg von hier, von uns. Das geht noch, also man sieht die halt öfters. Mhm. Gut, mein einer Bruder hat auch eine schwerkranke Frau, die an, wie heißt diese Nervenkrankheit? Schön, dass Sie da sind, Division. Ja, erkrankt auf jeden Fall und ja, dann ist es auch immer ein bisschen schwierig, hin und her zu reisen. Genau. Gut, dass ich die Untertitel anhabe, dann kommt man gerade ein bisschen das überquatschen. Oh, so. Gegner, müssten wir von da hinten kommen, ja, aus den Tunneln. Da kommen sie auch schon, linker Tunnel. Reichweite, die Waffe, das Ding. Ist die neue von dir, die du jetzt hast? Was denn? Hast du eine neue Waffe? Ja. Gerade gebraucht? Ja, ah, ja, okay. Ja. Hey, ich wollte nicht die Waffe, das Geschütz. Aber die Waffe tatsächlich ist eine neue, ja. Die habe ich eben aus der Kiste gezogen. Hinter uns? Seitenwechsel? Hä? Hinter uns kommen sie jetzt? Ja. Da aus dem aus der linken Röhre und aus der rechten kommt auch einer. So, Geschütz ist wieder dran. Hinter dem Bagger sitzt noch einer. Ja. Ist jetzt wieder rausgekommen. Oh, da kommt ein Dicker. Da kommt ein Dicker, da kommt ein Dicker. War mal. Rechts kommt einer hinter dir. Genau. Hinter den Röhren sitzt noch einer. Da. Ist weg. Und da sitzt auch noch einer. So, Jeff, wo hast du dich rumgetrieben letzte Nacht? Ja, aber wenn ich den Namen Jeff höre, muss ich immer unweigerlich an diese Werbung denken. Jedes Mal. Die eigentlich nicht ganz jugendfrei ist tatsächlich. Aber dieses Spiel sollte eigentlich, glaube ich, auch ist, glaube ich, auch ab 18. So, dann wie mit Kevin. Jeder denkt auch an Kevin allein zu Hause dann. Arsch gerettet. Tatsächlich. Wie wär's mit einem Glas flüssigem Gold? Ich hab keine Ahnung, was man im Weißen Haus so zu essen bekommt. Aber ein Löffel von dieser Köstlichkeit macht alles besser. Ich glaube, die haben gerade alle andere Sorgen, als lebend ans Essen zu denken. Ah, okay. Mich wunderte mich gerade, warum es in einem Tunnel regnet. Aber ich habe nicht freundlich darauf geguckt. So, hier oben der goldene Behälter. Da darfst du einmal gegenschießen. Dann musst du für dich Loot rauskommen. Aber ein Löffel von dieser Köstlichkeit macht alles besser. Genau, weißt du, ich hatte mich auf das Ding geschossen. Ja, das ist durchaus richtig. Hier kann ich ja nicht bleiben, solange mir diese Hyenas im Nacken. Alle 24 Stunden neu. Diese Behälter hier. Lohnt sich. Hinten ist auf jeden Fall noch eine Waffenkiste. Ja, mache ich sofort. Genau, ich habe jetzt Möglichkeit natürlich alles. Ich bekomme immer, egal was ich loote, ich krieg Ausrüstung. Krieg Teile. Ja. Ich muss jetzt nämlich aufpassen, was ich wegschmeiße. Wäre blöd, wenn ich jetzt die teuren Sachen wegwerfe. Die behalte ich nämlich. Ja, ja, klar. Doppelt und dreifach jetzt warten. Dann haben wir hier. Also okay, das ist okay. Zack. Keine Materialien erhalten. Ich dachte, ich kann bekommen mal ein bisschen was. Aber ich habe, glaube ich, die erhöhte Chance auf. Oh, so. Genau, wo? Alter, das ist abgeschlossen bei mir. Ich schicke eine Eskorte, die Jeff zum Campus bringt. So, haben wir jetzt noch irgendwie. Ne, keine Levelabstieg, ne? Aufstieg. Da hinten, wo du bist gerade. Kurz davor. Oh, gelb. Unter anderem. Ah, nicht ganz Level 2, nicht ganz Level 23.
Also das hat mich jetzt gerade über zwei Level noch gebracht hier. So. Ja, jetzt muss ich aber tatsächlich wirklich gleich los, sonst bin ich zu spät. Ich hasse es, wenn ich zu spät auf den letzten Drücker komme und zu spät bin. Oh, alles Level 30! Warum? Ich kann die Sache nicht gebrauchen. Nee, ich kann nichts davon gebrauchen. Ich zerstören. Machst du Materialien raus. Ach, was? Ich behalte die. Ich habe noch genug Platz tatsächlich im Rucksack. Weil ich behalte die jetzt, weil ich jetzt bis Level 30 bin, was irgendwann hoffentlich bald passiert, dann kann ich nämlich einbauen, dann habe ich einen ordentlichen Schub nochmal. So, gerade mit den Hauptmissionen dann kriegst du ja auf jeden Fall einen Erfahrungs... Ja gut, diese Nebenmission hat mich jetzt auch gerade mal in 60.000 Erfahrungspunkte gebracht. Mhm. Hier ist wieder was zum Auffüllen. So, wunderbar. Eieiei, das ist ein Wetter. Oh, ja. Oh, jetzt wollen sie sich auch verstecken in dieser Kiste. Oh, was ist das? Ein Fuchs. Zack, weg ist er. Ja, ist ganz cool gemacht, auch mit den Waschbären und so, dass sie dann den Müll abschwinden und rausgucken. Ja gut, kann auch ein Waschbär gewesen sein. Nee, ich meine, es wäre ein Fuchs gewesen. War irgendwas Rötliches, Kleines. So. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie gerade eine Linie, auf die ich da gewesen sonst ist irgendwas ein Feind gewesen wäre. Aber irgendwas anderes, glaube ich. Gut, dann mache ich hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und vielleicht bist du dann auch hoffentlich wieder am Start. Vielleicht sind wir dann tatsächlich sogar mal zu viert. Das wäre auch mal eine Idee. Zu dritt haben wir schon mal ein paar Mal gemacht, aber zu viert war noch nicht der Fall. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.